Hä? Was ist denn jetzt los? Sind die Lager auch schon wieder weg? Lol. Wieso sind die schon wieder die Lager weg hier? Mann, Mann, Mann. Genau, Basalt ist hier. Das ist der eine Stein hier, Steinziegel. Aber eigentlich sollte der doch gar nicht dahin, oder? Doch. Okay. Muss echt mal gucken, ob wir noch anderen Steinziegel machen. Wir können ja gar keinen anderen Steinziegel machen. Deswegen theoretisch bin ich gerade im Überlegen. Also eigentlich brauchen wir bloß zwei Lager voll Granitziegel und zwei Lager voll Steinziegel. Und dann war es das eigentlich schon mit dem Ziegel. Das andere ist ja alles nur so zum Ziegel herstellen. Fällt mir gerade auf. Aus dem Sandstein können wir keine anderen Ziegel machen. Also eigentlich, ich drücke immer eh bei Tür. Ich weiß nicht warum. Ja, das was in den anderen nicht reinpasst, aber da ja, wenn wir erstmal Stein haben. Theoretisch, wie gesagt, brauchen wir das eigentlich gar nicht. Ja. Alles klar. Ja, wir können ja auch untereinander lagern. Also quasi. Wüsste ich jetzt nicht. Doch, hier Sandsteinziegel, okay. Kann man sogar auch machen. Kalksteinziegel auch noch. Das können wir ja dann am Haus machen. Wie kann man das denn machen? Steinziegel? Ah, jetzt habe ich die frei. Kalkstein, Sandstein. Wieso jetzt erst? Ja, genau, so eine doppelte Lager. Das ist ja komisch, wieso habe ich die jetzt erst? Okay, also brauche ich sogar vier. Ich hatte doch so eine andere Holzdinger. Also vier Stück. Das ist ja die falsche. Wollen wir die als Fußboden nehmen für das Haus? Also es gibt vier Ziegel sozusagen. Das heißt, wir brauchen zweimal Granit oben und zweimal Granitziegel. Genauso machen wir das. Die vier Lager. Dann passt es doch sogar. Also mal jetzt hier Granit. Dann machen wir hier Stein. Hier Kalk. Hier Sandstein. Genau. Das können wir immer noch umräumen. Das heißt, wir werden jetzt den Basalt da hinten, das ist nämlich ganz normaler Stein, wir werden das ein bisschen umräumen jetzt. Und dann können wir da erstmal das Zeug aus dem Zelt und okay. So später reinschauen. Machen wir also nicht. Ich muss mal kurz Verbindung trennen und kurz Vlog machen. Bin wie gerade ein Bug. Ja. So. Weiter geht's. Hat irgendwie anscheinend gerade einen Bug gehabt. Genau, dann werden wir nämlich auch die Lager nicht umbenennen. Ich glaube, das reicht noch erstmal als Ziegel. Weil ja, als Ziegellager. Sonst machst du dich ja dumm und dämlich. Die Lager kriegst du niemals voll. So, sehe ich die jetzt endlich wieder? Ja, da sind sie. Gut. Genau, das heißt, ich werde das jetzt nach oben verschieben. Zum Dach 1. Ah, nicht Dach 1. Das ist Granit. Die kommen wieder nach unten. Da hat sich jetzt kein Tooltip hier. Was ist denn schon wieder los? Jetzt Granitziegel, genau. Da werden wir. Baumsamen, ja. Hier los. Granitziegel, okay, wir waren hier noch ein paar. Natursteinlager 1. Da hätte ich gern das. So, das auf dem Dach kommt denn das hier. So. Auslagerdach, nee, das will ich nicht. Natursteinlager, warte mal. Natursteinlager 4, das ist unten. Da kommen wir für die Steindinger hin. Nee, war das jetzt Granit oder Stein? Das ist Stein, gut. Dann stimmt das hier. Genau. Hier unten kommt Stein, auf jeden Fall. Hier kommt Granit. Aber eigentlich möchte ich das gern da hinten haben. Das Lager 2.
von Naturstandard 8.2, da kommt das gut drauf, das ist super. Da oben kommt Granit, also diese losen Dinger. Und unten machen wir das so. Genau. Das passt sogar. Oder wollen wir lieber oben auf dem Dach? Wollen wir das lieber andersrum machen? Weiß ich nicht. Nee, ich glaube, ich lasse es um. Ja, das Lose kommt oben aufs Dach und das Hergestellte kommt unten rein. Dann passt das nämlich schon, genau. Das ist, glaube ich, das Beste. Genau, kommt das hier so rein. So, Naturständer 2. Auslage 2 Dach, Naturstandard 1, 4 ist richtig. Holzkran, genau, das ist das nämlich, was ich meinte. Da muss ich jetzt nämlich ein bisschen umordnen, hier umstrukturieren. Da muss ich vielleicht hier noch ein paar andere Lager machen. Ja, da mache ich hier noch andere Lager. Das sind die Dinge, die wir erstmal nicht so brauchen. Denn Basalt können wir in Steinziegel umwandeln. Und Schiefer können wir, ja, es gibt auch. Wofür brauchen wir Schiefer? Das ist das nächste. Da können wir eigentlich auch ja, Steinziegel machen. Oh, was ist passiert? Yeah, Stufe 6. Super. Das ist ja cool. Kann ich jetzt was Neues lernen? Mal gucken. Nein, doch, kann ich. Cool. Oh, was ist denn das jetzt hier? Increases the tier requirement of tables by 0,2 but reduces the resources needed by 5%. Oh. Okay. Was ist hier? Was ist denn tier requirement of related tables by 0,2? Was ist das denn? Was ist tier requirement? Verstehe ich jetzt nicht. Hä? Tier Requirement, was ist denn Tier Requirement? Das verstehe ich jetzt nicht. Was meint er denn mit Tier Requirement? Das weiß ich jetzt nicht, was er damit meint. Das jetzt nicht. Was meint er damit? Talent, weil das ist scheiße, das ist halt nicht. So steht. Lower the tier requirement for related tables bei 0,2. Ich guck mal kurz was. Also tier requirement, also requirement heißt irgendwie Voraussetzung. Das weiß ich jetzt nicht, was das ist. Wir fragen mal Onkel Google. So, Übersetzer. Zack, so. Das ist Lowers. Verringert wird das heißen. Lowers the Tier. Requirement. Requirement. Of related. Related Tables bei 0,2. Ja. Was steht da? Verringern die Stufenanforderung verwandter Tabellen um 0,2. Stufenanforderung? Was kann ich? Unten auf den Stern drauf. Aber das hast du noch nicht, deswegen müsst ihr das Tutorial machen. Ja, deswegen ist Tutorial wichtig. Was? Was willst du tauschen? Ja, weil du auch die Axt anhast und nicht den Hammer. Ja, immer Ruhe bewahren. So, verringert die Stufenanforderung verwandter Tabellen. Also verwandte Tabellen, das ist das hier. Und Advanced Masonry. Aber.
Ich glaube, ich erhöhe das lieber, weil dann geht mich auch die Ressource um 5% runter. Ja, ich glaube, ich mache das hier. Oder? Sag was. Ja. Das ist, glaube ich, das Beste, was du machen kannst. Ja. Müssen wir aber halt nachher mehr claimen, aber wir werden ja sehen. Ja, finde ich schon. Das ist nicht unser. Weil im Haus. Guck mal, das hier, Advanced Masonry, ja, also. Das, na. Mensch, Advanced Steinmetz. Also erfahrener Steinmetz benötigt nämlich auch Pottery. Deswegen brauchen wir zuerst nämlich Pottery. Jo. Mhm. Jo. Pottery und Glasverarbeitung müssen wir noch lernen. Jo. Und wenn wir Pottery haben, dann erst können wir. Ja, das brauchen wir nämlich. Wir brauchen hier Pottery. Das können wir erfahrener Steinmetz werden. Das wird echt hart. Aber können wir wahrscheinlich ja gleich machen. Wenn hier dieser Dings endlich fertig ist. Dieser Almato. Und wenn der überall rumgeistert, dann wird das nichts. Wo ist er denn schon wieder hier? Ist der jetzt schon wieder offline? Echt jetzt? Nee, oder? Ist der schon wieder offline? Ich hoffe, der kommt heute noch wieder. Sonst mache ich ihn morgen zur Sau. Also, ganz ehrlich. Sonst ist morgen hier Polen offen. Bin dann schon jetzt 3-4 Tage hier vertröstet. Also langsam riecht's. So, gut. Das hier will ich verschieben aufs Lager 2. Warum kriege ich das hier nicht? Naturstellenlager 2. Ist da Wasser gefallen? Warum kann ich das jetzt hier nicht verschieben? Wo ist denn Naturstellenlager 2? Hier ist die 6, die 4. 1. Hier ist 2. Gut. Super. Gut. Ah, da ist er doch. Gut, er ist wieder da. Super. Wollte schon sagen, sonst hätte ich gemeckert hier. Okay, genau, da machen wir jetzt hier Granitziegel draus. Wir ändern das jetzt nämlich um zu Granitziegel. Das werden wir wahrscheinlich immer brauchen, Granitziegel. So, dann mache ich mal 1. Granitziegel. Das machen wir hier auch, Granitziegel 2. Granitziegel 2. Genau. Und das hier bei den Granitziegel, hier machen wir Steinziegel. Water with Stone, das ist doch der Stein. Ja, Steinziegel, gut. Genau. Steinziegel. 2. Hier vorne ist Steinziegel 1. Genau, dann machen wir das nämlich so, weil das werden wir jetzt echt brauchen. Steinziegel 1. Wir werden das noch so oft umbenennen hier alles. Genau, und oben kommen diese Rohprodukte drauf. Das Beste, was du machen kannst, erstmal. Aber ich merke schon, wir brauchen auch noch Stein, Dings, Sand. Das werden wir auch noch brauchen. Deswegen, der hat echt noch viel zu tun hier bei uns. Die Anbindung zum Strand runterbauen, dass wir Sand kriegen. Aber wir haben auch noch genug zu tun, also von daher. So, Sandstein, genau. Jetzt ist die Frage, Sandstein. So, der Schiefer-Scheiß, der kann eigentlich... Natursteinlager 2 Dach. Wo kommt das denn jetzt her? Granitsäge, die kann doch auch hier runter. So. Was ist das? Sandstein. Hier runter. So, zack. Genau, wir werden das jetzt mal hier in die Dings reinmachen. Basalt, genau. Schiefer.
Wofür brauchen wir denn überhaupt Schiefer? Item Movement Hotkey. Ah, SDAG, okay. Mal gucken, ja. Na, öffnet sich das? Zeigt ja nicht an hier. Schade, warum zeigt er nicht an? Jetzt. Hat gerade nur gehangen. Okay, was brauchen wir dafür? Wir brauchen Steinziegel. Motto with Stone, Forschungstisch, Steinaxt, Feuerschale und Stein, Steinhammer, Geschäft. Also, das ist ganz normaler Stein hier, Schiefer. Quash Shale. Geologie Research Paper, da können wir jeden Stein nehmen. Okay, das ist also ganz normaler Stein, der Schiefer. Okay, also daraus können wir Steinziegel herstellen. Gut. Dann kann das nämlich abgebaut werden. Daraus können wir komplett Steinziegel herstellen. Also wird das wahrscheinlich auch hier oben drauf gepackt. Genau. Das wird jetzt hier oben drauf gepackt. Dann machen wir jetzt auch hier Steinziegel. Genau, Steinziegeldach, damit ich Bescheid weiß. Da kann alles drauf, was Steinziegel macht. Steinziegel. Dach. Oh. Das ist hier eins. Dach. Genau. Und daraus werden wir komplett Steinziegel machen. Wenn voll ist, ist voll. Dann müssen wir irgendwo anders Platz schaffen. Komm, können wir das hier reinmachen? Ja, Holzkran, gut. So, Steinziege. Basalt ist genau derselbe Quack. Das wird auch nur. Was wird das benutzt? Mühle, Steinziege. Quaschbasalt, Aschlabasalt. Wofür das auch immer ist. Also ganz normal, auch nur Stein. Ja, ganz normal als Stein. Oh, scheint nicht mehr zu geben. Scheint nur Basalt, Gneis, Schiefer und Stein. Ja. Oh, es gibt sogar noch Stein, ne? Es gibt sogar Stein. Jetzt auch noch. Okay, Basalt. Aber Granit zeigt er ja doch, da Granit. Okay. Also Basalt, Gneis, Granit und Schiefer können wir für Stein benutzen. Nee, nicht Granit. Ach, Mensch. Basalt, Gneis, Schiefer und Stein. Ist für Stein und Granit, Kalkstein, Sandstein ist extra. Gut, jetzt haben wir es. Genau, also kann der Basalt nämlich auch hier hoch. Oh, das war falsch. So, jetzt. Genau. Oh, da kommen wir sogar ran. Schön. Genau, dann kommt der jetzt auch ran. Steinziegel 1 Dach. So. Sogar fast schon voll. Und den Rest, den müssen wir jetzt sammeln. Da müssen wir einfach hier hinten ganz viele Lager machen und dann Stück für Stück alles umbauen. Ansonsten keine Ahnung, wohin damit. So. Steinziegel 02, nochmal Dach. Wir haben jetzt so viel. Wir müssen so oft Ordnung hier schaffen. Genau, Naturstein. Oh, zu sein Bedarf ist wenig. Na, 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 na. Hallo. Bist du besoffen oder was? Zu Hause? Ja, hallo. Hier oben. Scheiße, Runken. Hier oben. Ich laufe nur gerne zickzack. Aha. Ja, du bist da oben, aber die Papiere sind hier unten. Ja, schön. Da freuen wir uns doch. Ja, ich habe nur meinen Schneidertisch nicht gesehen, wo die Papiere drinnen lagen. Okay. Weil ich greife meinen Schneidertisch auf mein Lagersystem zu. Ja, ich habe schon gemeckert. Weil nicht, dass du jetzt abhaust, habe ich schon gesagt. Anders wiederum weiß ich jetzt nicht, hinter welcher Sandwand quasi das kleine Storage ist, wo die Papiere drin liegen.
Wie, was? Also, ja, ich habe ein kleines Stockpile für meinen Schneidetisch, wo die fertigen Sachen rein. Und davor habe ich natürlich die großen Stockpiles. Und in einem der großen Stockpiles ist natürlich Sand. Und das andere, was rechts neben dran steht, da sind Kisten bis zur Decke gestapelt. Genau, oder bau erstmal Boden, genau. Also komme ich nicht genau da hinten dran, wo quasi die Papiere gelagert werden vor meinen. Scheiße, jetzt habe ich das Menü wieder geöffnet. Ach. Wo die Papiere gelagert worden sind. Ja. Achso, deswegen musst du so Reconnect machen. Genau, damit ich über meinen Schneidetisch auf das kleine Lager zugreifen kann. Okay. Gut. Aber das dauert gerade ein bisschen, bis ich wieder öffne, weil ich tausendmal E gedrückt habe, ich Trottel. Weil es nicht sofort geöffnet hat. So, jetzt. Zack, und abliefern. Vielen Dank. Für die Blumen. Da freut sich aber der Lucky. Wenn das endlich klappt. Ja, hat ein bisschen länger gedauert, als es eigentlich sollte. Das ist egal, Hauptsache es kommt. Also ich weiß nur nicht, ob man den Forschungsstich hätte abbauen können. Und ob der Fortschritt dann gespeichert wäre, quasi bis zu dem Zeitpunkt. Nee. Du verlierst alle, nee, alle, also die du reingepackt hast, verlierst du. Gut, also doch so, wie ich gedacht habe. Ja, ja. Deswegen, also du musst es fertig machen, ansonsten verlierst du alles. Es wird ja alles reingespeichert. Genau, so wie ich. Ich habe ja den Holzstapel. Okay. Ja, ist leider so. Da in den anderen Lager, was bei dir. Magst du vielleicht ein Stew haben? Ein was? Ein anderes Holz reingemacht, aber keine Ahnung. Meat Stew. Was ist das denn? Was zu essen? Ach so, Fleisch. Ah. Ja, klar. 1100 Kalorien. Kannst du gerne alles reinpacken. Dann drückst du so wie ich Asse, musst den haben. Also auch in den Stockpile hier, ja? Und dann ja. Das Tragen. Das ist nicht allzu viel, das habe ich selber erst von Viper gekauft. Ja, alles gut. Und ich habe in der Truhe noch genug. Ja. Das dauert mal wieder lange. Ja, alles gut, lass dir Zeit. Ja, warte, ich guck. ich weiß nicht, wie das Holzzeit heißt. Das ist in den anderen Lager sind schon fertig. Pack mal auch mal hier rein. Boah, aber so lange gestern möchte ich ihn auch nicht machen. Wie hast du das überhaupt geschafft, bis 4 Uhr durchzumachen und dann um 12 Uhr wieder auf der Matte zu stehen? Tja. Wenn du Kinder hast, schaffst du alles. Stimmt auch wieder. Habt ihr auch noch ein paar gegrillte Tomaten rein? Jo. Ja, eigentlich wollte ich auch nach 4 Stunden wollte ich eigentlich schon aufhören. Und dann wurden plötzlich 7 Stunden Stream draus. Geht schneller als man denkt. Bauen können. Wenn nicht, muss richtig. Man noch eine zweite Werkbank bauen. Weißt du, an der einen machen wir denn das eine Holz, an der anderen das andere. Und was sortierst du hier? Ich habe gemerkt, dass wir eigentlich bloß 4 Arten von Ziegeln machen können. Also wir können Stein machen, Granit, Kalk und Sandstein. Der Rest ist alles, wird alles zu Steinziegel gemacht. Sandstein. Ja. Ah, gut, ne? Ja. Und der Rest packst du oben aufs Dach, ja? Genau, also es wird dann halt, ja, muss ich gucken. Also ich wollte jetzt eigentlich oben die rohen Dinger machen und unten wollte ich die verkaufsfertigen Dinger dann machen. Wenn die halt unten voll sind, dann wird halt oben nachgefüllt. Und wenn halt oben alles voll ist, dann müssen wir irgendwo gucken, wo wir das verstauen. Aber das wird, glaube ich, immer weggehen. Gerade Kalkstein, Sandstein, denke ich, wird immer weggehen. Sandstein gibt's eine Menge bei uns. Kalkstein schwierig und Granit hast ja hier einen ganzen Berg. Wobei nicht alles davon Granit ist, da ist auch Schiefer ein Stück dabei. Wir müssen jetzt hier die Sandschicht wegmachen.
Ja, gut, dann mache ich mal weiter. Ja. Bis dann, ciao. Tschüsse. Ah, wobei, ich muss in die Mine, ich brauch Kupfer. Ohne Kupfer keine Mechanikforschung. Ja. So, Sandstein. Genau, kann sein, dass wir aber unter die Wände das noch wegmachen müssen. Das weiß ich nicht. Sandstein, Ziegel. Genau, Sandstein, Ziegel. Eins. F. Jawohl. Dann kommt da hinten Sandstein, Ziegel 2. Und oben kommt dann einfach nur Sandstein. Da müssen wir halt erstmal rausfinden, ne? Weil man macht es ja sonst erstmal. Weiter Kupfer geschrubbt. So, und dann kommen die anderen Sachen, wie zum Beispiel Ton, also Lehm. Das mache ich da halt woanders ran. Das ist ja dann auch nochmal eine ganz andere Seite. Dann brauchen wir noch Glas. Da wird wahrscheinlich nur Sand gebraucht. Ich weiß es nicht, was wir da noch brauchen. Dann Beton müssen wir auch noch machen. Dafür brauchen wir Zement. Mal gucken, was wir dafür brauchen. Also wir werden schon ganz schön viel zu tun haben. So, Sandstein, Ziegel. Sandstein, Ziegel 2. Genau. Super. Wenn wir die nämlich jetzt nach hinten verlegen. So. Wunderbar. Nee, stimmt nicht. Falsch. Das muss ich gleich nach oben holen. Ach Mann. Kaufen alle und verkaufen alle. Ganz unten ist das. Da ist einmal. Ich habe ja genug selber zu tun. Ich brauche nichts zu kaufen. Was gibt der denn? 13 Proteine. Oh, Protein ist gut. Das habe ich nämlich noch gar nicht. Oh, schön. Oh, der Magen ist voll. Scheiße. Also Proteine kann ich immer gut brauchen. Wenn du nicht Flor hast, du hast Block. Proteine kann ich echt gut gebrauchen. Okay. Gut, dann reicht's erstmal. Weil ich habe eigentlich die Grafik hochgemacht, aber so langsam merkt man, dass es immer mehr leckt, ne? Das ist Wahnsinn. Ich gucke bei 16 FPS rum, das ist einfach aber ja, zu viel. Ich weiß nicht, wo das Problem liegt immer. Das ist echt Wahnsinn. Oder warum das hier so schlimm ist. 18 ist immer noch viel zu wenig. Also 30 muss mindestens sein. Das ist echt krass. Sichtweite. Ist ja schon fast okay, wa? Sichtweite. Ist doch geändert. Keine Ahnung, warum er das so macht. Ich weiß es nicht. Irgendwas stimmt doch hier nicht. Ich mach mal hier wieder runter. Vielleicht wird es denn besser. Scheint, wa? Wenn man 2 GB kriegt, läuft das irgendwie flüssiger. Komisch. Oder? Läuft es flüssiger? So, mal gucken, die Sichtweite. Ne, ist auch falsch. Doch. So. Oder? Zack. Irgendwie macht es keinen Unterschied gerade. Lass ich einfach jetzt so. Macht irgendwie keinen Unterschied. So. Was kann ich noch runter machen? Ich weiß, ich habe eigentlich schon mal damals alles runter gehabt, aber. Zack. So. Ja, das ist. Also eigentlich habe ich schon einen guten Rechner, aber das ist ganz schön. Also umso mehr hier halt gebaut wird, umso mehr frisst es halt an Leistung. Willst halt nicht übertreiben. Nachher habe ich hier einen Backofen.
mal, was war jetzt hier noch drin? Kalkstein, genau. Dann kommt jetzt hier Kalkstein hin.